Herzlich willkommen zum 12. und auch letzten Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Und heute geht es um die drei Buchstaben GSP. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass du, wenn du viele Ziele dir gesetzt hast, auch viele Projekte hast, wo viele Aufgaben drin sind, die alle erledigt werden wollen. Tatsache ist aber, dass du immer in einem Kampf bist, die einen Aufgaben zu erledigen, die anderen aber auch und den Rest nicht liegen zu lassen. Tatsächlich machen aber viele Menschen, die die GSP-Regel kennen, einen großen Fehler und verschenken bis zu 80% ihres Lebenserfolgs. Sie verbrauchen einfach zu viel Zeit. Was bedeutet nun die GSP-Regel? Man hat festgestellt, wenn du eine Aufgabe, die du dir vorgenommen hast, perfekt erledigen willst, also wirklich nicht besser zu machen, dass du dann 5-mal mehr an Zeit brauchst, als wenn du sie nur gut machst. Das bedeutet also, für dein Zeitmanagement ist es erforderlich, auch die Erledigungs- oder den Fertigungsgrad deiner Aufgaben, denen du dich widmest, auch zu bestimmen. Ist es eine Aufgabe, die perfekt sein muss, oder reicht auch gut? Denn das besagt GSP, gut statt perfekt. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Praxis. Wenn du einen neuen Kunden hast, dem du ein Angebot schickst und du schickst eine E-Mail mit dem Angebot im Anhang, dann macht es hier schon Sinn, dass deine E-Mail keinen Rechtschreibfehler hast, dass du alles korrekt hast, die Signatur aktualisiert, im Angebot den Namen mehrmals richtig geschrieben hast und das Datum stimmt und auch die Preise und die entsprechenden Hinweise und die Inhalte. Hier macht es Sinn, dass du an 100% Qualität der Erledigung der Aufgaben herankommst. Aber für die restliche Kommunikation, vielleicht mit Mitarbeitern, Kollegen, Geschäftspartnern, wo man sich schon lange kennt, wo man im Projektmanagement vielleicht chattet, da ist es nicht erforderlich, dass du auf 100% kommst und alles immer akkurat und perfekt machst. Und das ist deine Aufgabe also auch für ein gutes Zeitmanagement zu überlegen, welche Aufgaben wie viel Zeit bekommen in Abhängigkeit des Qualitätsstandards. Die Forscher haben also herausgefunden, dass wenn du nur die Aufgabe gut machst, also auf 80% Qualität bringst, dass du nur ein Fünftel, also nur 20% der Zeit brauchst, die du brauchen würdest, wenn du 100% Qualität erreichen würdest. Ich musste also lernen, dass nicht alles immer perfekt ist, dass ich auch mal E-Mails kurz beantworten kann, bestimmte Aufgaben kurz erledigen kann, dass nicht alles bis zu Ende dokumentiert sein muss oder dass ein Verlaufsprotokoll auch ersetzt werden kann durch ein Ergebnisprotokoll. Also suche selbst heraus, wo du Zeiten einsparen kannst, wo du 80% Zeitfenster frei machen kannst, indem du dich mit 80% Erledigungsgrad auch zufrieden geben kannst. Auf der anderen Seite ist es auch für dein Zeitmanagement wichtig, dass für die Aufgaben, wo du wirklich Perfektion, also wirklich 100% Vollziehung und Erfüllung der Aufgabe, Erledigungsqualität der Aufgabe erreichen musst, damit du beispielsweise den Auftrag bekommst oder nicht verlierst, dass du diese Zeitfenster für dich einplanst, aber auch für deine Mitarbeiter oder Teampartner, wenn du diesen die Aufgabe gibst und auch die Zeit, in der sie diese Aufgaben erledigen sollen. Die GSP-Regel, also die gut statt perfekt Regel, kann dir also helfen, bis zu 5-mal mehr an Aufgaben zu erledigen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb andere Menschen um dich herum mehr erledigen, einfach weil sie gelernt haben zu unterscheiden, welche Aufgaben 100% Fertigstellungsgrad und damit 5-mal mehr Zeit brauchen und bei welchen Aufgaben nur 80% Erledigung ausreichen, also nur 20% der Zeit. Prüfe nun also selbst, welche Aufgaben und welche Zeitfenster, welche Minitage beispielsweise 80 oder mit 100% Ergebnisqualität enden müssen. Und damit sind wir auch am Ende unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Es gibt sicherlich noch viele weitere Tipps und Tricks, die du auch in diesem YouTube-Kanal findest oder gerne in der Beratung ganz individuell auch bei dir ermitteln lassen kannst. Denn Tatsache ist, dass gute Arbeit immer belohnt wird durch noch mehr Arbeit. Du wirst früher oder später also an die Kapazitätsgrenze deiner Zeit kommen. Und dann kannst du entweder neue Mitarbeiter einstellen, aber wenn das Geld noch nicht ausreicht, dann wirst du nicht umhinkommen, dein Zeitmanagement noch besser zu gestalten. Und denk dran, dass dein Leben nicht nur aus Arbeit beginnt, sondern du hast in der Regel noch 7 bis 9 andere Lebensbereiche. Nicht nur deine Familie oder deine Freunde. Du hast auch noch deine Persönlichkeitsentwicklung, du hast deine Gesundheit.
Du hast die Verwaltung deines Vermögens. Du hast aber auch die Sicherstellung deines gesamten Netzwerks, deiner Reichweite, die als Unternehmer auch dein Kapital ist. Und du hast Spiel, Spaß und Abenteuer und du hast drumherum dein Verwaltungs- und Managementsystem. Auch diese Bereiche wollen ihren Platz finden in der Woche, denn was in deiner Woche nicht stattfindet, findet meistens im gesamten Jahr nicht statt. Und das, was in deinem gesamten Jahr nicht stattfindet, findet in deinem gesamten Leben nicht statt. Also Zeitmanagement ist tatsächlich die Fähigkeit, mit der du sicherstellst, dass du Ressourcen, die dir geschenkt worden sind, die du nicht selbst gekauft oder erarbeitet hast, so sinnvoll einsetzt, dass tatsächlich die Samenkörner auch aufgehen, wofür du später die Frucht ernten möchtest. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann mach gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch, denn wir haben nicht nur gute Unternehmensberater, Finanz-, Marketing-, Versicherungs- und Rechtsexperten, sondern auch Coaches hier, die dich dabei unterstützen können, dein persönliches Zeitmanagement- und Verwaltungssystem aufzubauen und stetig vor allen Dingen anzupassen an deine Wachstumsprozesse und Erfolge. Und ich wünsche jetzt viel Erfolg. Lade dich ein, das Video zu liken, gerne den Kanal zu abonnieren, falls du es nicht gemacht hast, die Glocke zu betätigen und empfehle uns gerne weiter, denn wir leben von deiner guten Empfehlung. Dein Daniel Schäfer.